Jetzt bin ich am Stand von GroBeider. Ich muss sagen, ich habe euch vorher noch nicht gekannt. Jetzt stell dich mal kurz vor, wer du bist und was GroBeider vor allen Dingen macht. Ja, sehr gern. Ich bin der Stefan, ich bin einer der Gründer von GroBeider. Mit GroBeider haben wir einen Recruiting Service Marketplace ins Leben gerufen. Das heißt, wir bringen Unternehmen, die dringend Stellen zu besetzen haben und eine externe Unterstützung brauchen, mit einer Community an Personaldienstleistern, Freelance-Recruitern und Co. zusammen, machen den Match in der Mitte und automatisieren und bilden den gesamten Bewerbungsprozess transparent ab. Das heißt also, wenn du skalieren willst mit Freelancern, dann ist eure Plattform genau die. Ihr macht also keine Festeinstellung, sondern ihr geht immer auf den Freelancer-Markt, da habe ich ja so rausgehört, oder? Wir machen schon eine Festeinstellung, nutzen aber Dienstleister und Freelance-Recruiter als längeren Arm, um dann passive Talente zu erreichen, die man sonst am Markt nicht erhält. Ja. Und beschleunigen den gesamten Bewerbungsprozess für Stellen, die schwierig zu besetzen sind. Ah, okay, das ist ja heute echt ein Problem, weil du kriegst ja manche Stellen gar nicht mehr besetzt und ihr habt so eine Plattform entwickelt, wo einfach diese Möglichkeit andere sind als bei den herkömmlichen Anbietern. Genau, als Unternehmen weiß man einfach nicht mehr, was ist jetzt der richtige Anbieter, wer hat den passenden Kandidaten. Ja. Und hier postet man einfach seine Stelle, hinterlegt die Konditionen, zu denen man bereit ist, eine Vermittlung im Endeffekt zustande zu kriegen. Und ja, die Dienstleister liefern einfach ihre Kandidaten, die sie schon im Pool haben, oder gehen ins Active Sourcing und schieben dann potenzielle Bewerber mit hinzu. Und wie viele Partner habt ihr so im Großen und Ganzen? Gibt es so eine Anzahl, wo man sagen kann, das ist so eine Hausnummer? Ja, wir haben aktuell um die 300 Dienstleister, Freelance-Recruiter, wow. Aber stetig steigend, wöchentlich kommen ungefähr 10, 12 mit dazu. Das ist ja also schon ist ein rasantes Wachstum gerade da. Sehr gut. Und eure typischen Kunden, damit du so einen Sweet Spot definieren müsstest, also wie müsste der Kunde aussehen, dass er, oder was er müsste für einen Bedarf haben, um genau euch mit Lisanne und mit dir in Verbindung zu treten? Ja, wir bieten größten Mehrwert ist natürlich für KMUs, die keine große HR-Abteilung haben oder keine direkten Mitarbeiter fürs Active Sourcing, die da Unterstützung brauchen. Aber natürlich bieten wir trotzdem auch einen Benefit für große Unternehmen. Okay, prima. Und eure Kontaktdaten, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ja, entweder über die Website, über www.gobeider.io. Rechten sieht man es, ja. Genau. Ja. Ansonsten Stefan Tietze, LinkedIn, jederzeit erreichbar. Und ruft einfach an, meldet euch bei uns und dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, euch da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Super, dann schöne Messe, Kopetri, vielen Dank und euch beide und ja, dann alles Gute. Ich hab zu danken. Ciao.